Gestern hat die Jugendgebetswoche 2013 begonnen. Eine Woche, in der Jugendliche und junge Erwachsene auf der ganzen Welt zusammenkommen, um zu beten und um Gottes Wort zu hören. Jeder dort, wo er ist. Kleine und große Gruppen treffen sich. Wir in Hannover hatten auch gestern unser erstes Treffen. Das Motto dieses Jahr lautet, was wirklich zählt. Mitgefühl und Gerechtigkeit für alle. Und neben der Lesung von Nathan Brown haben wir uns auch mit einem Kapitel in der Bibel beschäftigt. Jesaja 58. Ein Kapitel, was es wirklich in sich hat und was es sich lohnt zu lesen. Denn es geht dort um Frömmigkeit, um Anbetung, um das, was wirklich zählt, aber eben auch um soziale Gerechtigkeit und um Barmherzigkeit und wie diese beiden Bereiche zusammenhängen. Uns werden diese Gedanken noch die ganze Woche beschäftigen. Wir in Hannover treffen uns dafür am Montag, am Mittwoch, am Freitag und wieder am nächsten Sabbat, um weiter zu lesen, um uns Gedanken zu machen, um auf Gott zu hören, um zu beten, um zu diskutieren, aber auch um uns Gedanken zu machen, wie wir denn das, was wir gelesen und gehört haben, umsetzen können. Wie kann das praktisch werden? Was hat Gerechtigkeit und Barmherzigkeit mit Anbetung zu tun? Und was können wir daraus machen? Ich möchte uns alle einladen, daran teilzunehmen, mitzubeten, mit nachzudenken und zu überlegen, wie Anbetung und soziale Gerechtigkeit bei uns, in unseren Gruppen, in unseren Städten, in Niedersachsen und in Deutschland zusammenhängen können, was wir machen können.